Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 30. Oktober 2019 mit einem kurzen und knappen, knackigen Video und zwar: Was denkt, was fühlt dein Herzensmensch, dein Seelenpartner? Und zwar hier eine Neunerlegung mit den Gilded Reverie Lenormand Karten. Bevor ich mit dem Mischen der Karten natürlich beginne, bitte ich dich, dass du erstmal deine Augen schließt und natürlich erstmal in der Energie der Kristallschale begibst. Konzentriere dich auch natürlich auf dein Thema, auf deinen Herzensmenschen, auf deinen Seelenpartner und sende mir auch deine Gedanken zu. Also wir haben heute den 5. Portaltag. Also ich hoffe, dir geht's gut. Und wenn du noch eine energetische Begleitung möchtest, melde dich noch dazu an. Also anteilig kann ich das nochmal für dich und natürlich auch für deinen Herzensmenschen anrechnen. Also schau einfach in meinem Shop auch, du kannst die einzelnen Energien auch anschauen. Ja. So, wir schauen jetzt heute, was diese heutige Portaltage auch generell hier bei deinem Gegenüber bewirken. Also denk darüber nach, also der Fuchs ist immer, ist das richtig, ist das falsch, also denk sehr viel drüber nach. Also er befindet sich auf der Kopfebene in der Transformation und er braucht auch noch Zeit oder seit längerem befindet er sich in diesem Zeit der Transformation, wo der auch, also vielleicht auch sehr schlau an sich arbeitet, aber auch kann auch bedeuten, dass da auch manche Gedanken hochkommen, ist das richtig, ist das falsch, also so ein Stück weit auch so Zweifel oder vielleicht auch, ja, also es bewegt ihn schon in diese Richtung. Also ich sehe hier schon noch, dass hier etwas blockiert ist, also der Turm steht in Lenormand auch für mich jetzt für eine Institution, das kann auch hier noch eine feste Partnerschaft auch hindeuten, kann aber auch natürlich was bedeuten, also arbeitsmäßig, dass da auch noch bestimmte Blockaden da sind oder an etwas arbeiten muss oder durch irgendeine Institution einfach blockiert ist. Das kann auch jetzt auch die Entfernung auch hindeuten, dass das jetzt so eine weite Entfernung ist oder eine große Statusunterschied da ist, dass da auch eine gewisse Blockade da ist. Auf der Herzebene, der hat dich im Herzen, der hat dich im Herzen, der hat ganz tiefe Gefühle für dich und also er muss noch einiges in Heilung bringen. Also dieser Baum steht allerdings Kopf, also das heißt, also da ist noch einiges, also wirklich, was noch sortiert werden sollte, auch in den Themen. Im Außen zeigt sich hier die sehr starke Anziehungskraft, auch die Spiritualitäten, sehr starke Anziehungskraft generell hier, ja, und also das sind noch tiefe Verletzungen, das sind tiefe Verletzungen, wo auch wirklich hier die Sense noch hineinschaut, wie es weitergehen könnte, also mit der Entscheidung, also er kann sich noch nicht entscheiden, vielleicht gab es da auch schon irgendwie Unstimmigkeiten zwischen euch, dass er also immer wieder diese Verletzung noch in sich spürt. Das könnte auch etwas mit der Treue also im Zusammenhang sein. Ich würde jetzt das so deuten, dass eventuell ja die Treue
ist noch was blockiert, also kann sich nicht so entscheiden. Vielleicht hast du auch noch jemanden oder hast du dich auch nicht für ihn entschieden und da ist so ein bisschen, also sein nächster Schritt momentan mit der Entscheidung noch eventuell blockiert. Ja, das war jetzt so die Botschaft für dich. Natürlich würde ich gerne auch noch eine Karte hier aus Amos Botschaften, dieses Liebes-Orakel, eine für dich ziehen. Ich ziehe jetzt mal eine. So, was denkt ihr denn jetzt gerade? Wirf all deine Bedenken über Bord und lass dich in meine Arme sinken. Das sind so seine Gedanken, seine Gefühle. Also hier auch sehr erotisch liegst du da, also in seinem Herzen. Und auch die Hingabe, lass los und alles wird gut werden. Es entwickelt sich alles, also es kommt alles in Heilung. Hab noch so ein bisschen Vertrauen, gib ihm noch ein bisschen Zeit. Ich hoffe, du hast dich hier in dieser Legung wiedergefunden und wenn das der Fall war, hinterlass mir einfach ein Like. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage Namaste, bis bald, deine Valeria.